Moin Moin und herzlich willkommen zu Boote TV. Wir haben uns für euch mal die Suncruiser 630 aus dem Hause Atlantic Marine angeschaut. Unser Testrevier ist der Schweriner See. Unser Testobjekt misst 6,5 x 2,5 Meter. Wir fuhren sie mit 100 PS. In der Standardversion ist sie mit diesem Motor ab 34.000 zu haben. Die Frage der Motorgröße ist eine nicht ganz unwichtige. So einen großen Motor benötige ich doch gar nicht für mein Boot. Ich fahre doch nur auf Gewässern rund um Berlin, Schweriner See, Müritz. Hier darf ich da sowieso nicht schnell fahren. Diese Aussagen hören Händler öfter mal. Auf die Nachfrage, ob man nicht vielleicht doch mal hin und wieder auch auf der Ostsee unterwegs sein will, kommt häufig ein "Ja, schon, aber" als Antwort. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Größe des Motors zumindest so zu wählen, dass Gleitfahrt ohne Quälerei immer möglich ist. Also für unser Testboot, die Atlantic Marine 630 Suncruiser, haben wir eine passende Motorisierung gefunden. Mit Hondas 100 PS Motor erreicht die 1100 Kilo schwere Suncruiser immerhin noch fast 30 Knoten. Das ist zwar nicht überragend schnell, reicht aber für die normalen Fahrten auf schnell fließenden Flüssen und küstennahen Gewässern völlig aus. Die wirtschaftlichste Gleitfahrt liegt bei 20 Knoten. Fast genauso sparsam ist man auch noch mit 23,5 Knoten unterwegs. Mit diesen Geschwindigkeiten kommt man dann 111 bzw. 107 Seemeilen weit, zuzüglich der 15% Reserve, was für diese Bootsklasse schon ziemlich bemerkenswert ist. Aber natürlich ist nicht nur das Tempo wichtig, sondern auch der problemlose Übergang von Verdränger in Gleitfahrt. Das klappt mit einem kleinen 100 PS Motor allerdings einwandfrei. Die Gleitfahrt überzeugt mit Kursstabilität und bei Slalomfahrt zeigt sich die Lenkung von einer vorbildlichen Seite, denn sie arbeitet exakt und schön leichtgängig. So hat der Skipper das Boot immer bestens im Griff. Zack, Deckel auf und raus das gute Stück. Oh, kein Wasser. Okay, ich schmeiß hier rein. Na, ohne Wasser im Tank kann man tatsächlich auch bei diesem Boot nicht duschen. Beim Bootsheck haben wir eine geteilte kleine Mini-Badeplattform mit breiter Leiter und Handgriff. Öffnet man die Heckbank, findet man darunter eine ordentliche Verkabelung und die 90 Volt Batterie. Zack. Dürfen auch sogar drauf liegen bleiben, geht auch so auf. Hier Batterie im Kasten, Sprithahn. Hier der Hauptschalter, den ich von hier, liegen kann. Okay, Klappe zu. Klappe zu. Wieder zu und hier wieder verriegeln. Zack. Die löde Sonnenfläche hier vorn misst 1,95 x 2,15 m. Gefahren wird direkt dahinter an einem übersichtlichen Fahrstand, der auf unserem Testboot mit zwei Motorinstrumenten und einem Kartenplotter, ein extra, sowie Kompass, ebenfalls Aufpreis, bestückt ist. Alles lässt sich gut ablesen und auch die Tippschalter mit Leuchtkranz sind uneingeschränkt zu erreichen. Nur der Abstand zwischen Hebel und Instrumententafel ist uns bei Vollgas zu gering, das will der deutsche Importeur Toni Pilipenko aber noch verbessern. Der Blick in die Kuschelkabine. Matratzenhärte, bequem, Unterlüftung, Fehlanzeige. Die Liegefläche misst 2,15 m x 2,77 m. Für einen Toilettenplatz ist ebenfalls gesorgt. Die Chemietoilette, gegen Aufpreis, passt unter den Cockpitboden und lässt sich in den Kabinenfußraum ziehen. Natürlich nur, wenn man die Liegefläche geteilt hat. Besonders praktisch zeigen sich die in die Seitenwände eingelassenen Klapptische, denn die müssen nicht wie ein Mitteltisch mit Rohr irgendwo in einem Staukasten untergebracht werden. Einziger Wermutstropfen, sie stehen auf der Zubehörliste. Und diese runter und zack. Und einmal klickt, dann ist er auch schon drin. Ja, hier ist der Hebel, zack, und so arretiert und so. Die in alle Richtungen verstellbaren Sportsitze sind sportlich ausgeformt und geben guten Seitenhalt. Die Füße stellt man auf einen herausziehbaren Rohrbügel. Lenkung und Einhebelschaltung erreichen. Für Bade-, Entdeckungs- und Spaßtouren, auf denen man auch mal übernachten kann. Gute Noten bekommt sie für die Verarbeitung und die Installation. Mit dem 100 PS Honda zeigt sie sichere und gutmütige Fahreigenschaften. Wer es eine Nummer sportlicher möchte, findet bei etwa 150 PS seine ideale Motorisierung.